ich wusste davor schon, dass viel geht. Natürlich, man hört immer von zum Beispiel Serien wie The Mandalorian oder so, dass da wirklich viel möglich ist. Aber wenn du dann hier drin stehst und das alles einmal mitbekommst, dann merkst du erstmal, okay, was geht da eigentlich alles? Und das ist schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Jeder, der hierher kommt, hat die Möglichkeit, selber Hintergründe anzuliefern und auch zu verändern. Und das haben wir getan, haben uns für ein paar, zum Beispiel jetzt im Hintergrund sieht man ja die Stadt, haben uns zum Beispiel für die Stadt entschieden, haben dort auch angepasst, dass da die Marquain-Werbung läuft und noch ein anderer Schriftzug. Und ja, so wirkt es, glaube ich, dann nochmal am geilsten, wenn man es nochmal ein bisschen individueller anpasst und eben mit solchen Sachen arbeitet. Die Herausforderung ist ganz einfach, das so real wie möglich aussehen zu lassen. Also gerade jetzt, was Set-Design etc. angeht, das ist natürlich auch nochmal was, wo man richtig viel planen muss und überlegen muss. Und das alles aufeinander abzustimmen, dass das Licht so zum Hintergrund passt, dass die Pflanzen jetzt zum Beispiel, die wir im Set davor benutzt haben, passen. Also dass Set-Design, Licht und Hintergrund zusammenspielt, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung. Aber das Beeindruckendste ist dann schon, wenn man hier steht und diese ganzen Sachen dann zusammenkommen und man merkt, es funktioniert. Und dann ist es halt so das Überwältigendste, sage ich mal, das alles zu sehen, wie das passt. Das Beeindruckendste war die Ansage vom Fotografen an den Operator, dem Julian. Hier machen wir ein bisschen den Nebel weg. Und zack, zack, war der Nebel weg. Genauso wie zum Beispiel, ich hätte gern die Sonne noch mal höher stehen. Das war ein Moment und die Sonne stand höher. Das ist beeindruckend.